Heute werden 11 Community Tots Packs mein FIFA 22 Team bestimmen. Ich bin gespannt, ob uns EA heute mal so richtig gönnt. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst ein Like, abonniert meinen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Knapp 60% aller Zuschauer haben meinen Kanal noch nicht abonniert. Und falls du zu den Schlingeln gehörst, dann lass gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, starten wir rein. Let's go. So, wir sind in FIFA 22 angekommen. Wir starten ganz klassisch auf meinem Account. Ich gebe das Zeug hier ab. Den Todibo habe ich in blau und in rot. Deswegen kann ich den hier easy abgeben. Wir werden heute 18 von den Packs öffnen. Und sollte ich ein Duplikat ziehen, wird das Glücksrad entscheiden, welcher Spieler in unser Team kommt. Das heißt, wir machen heute Startelf plus Auswechselbank und schauen dann mal, wie viele verschiedene Spieler wir ziehen. Und jetzt hoffe ich, dass das Pack angezeigt wird. Wenn nicht, muss ich noch eins ziehen. Super Sache, alles klar. 5x 85 plus, nee, das wollte ich eigentlich noch nicht ziehen. Wir sehen uns gleich wieder. Alles klar, da ist das Pack, Community Tots Pack. Wir starten rein ins Video mit meinem Pack. Und dann bin ich mal gespannt, was wir hier für ein Team heute aufbauen können. Ob wir immer dieselben Rotzspieler ziehen und die ganze Zeit Duplikate ziehen. Wer weiß, wir gehen rein und ich ziehe Frankreich Torhüter Hugo Lloris. Ich glaube, den habe ich noch nicht. Der ist big. Sehr, sehr nice. Kostet, weiß ich nicht wie viel. Hat auf jeden Fall ein gutes Rating. Ist ein starker Spieler. Und damit ist der Hüter gesichert für unser Team. Das ist auf jeden Fall auch schon mal wichtig. Der kostet 150.000 Münzen, der Mann. Und den sollte ich noch nicht haben. Ich habe wirklich schon viele Tots auf meinem Account, aber den hatte ich noch nicht. Damit bin ich sehr zufrieden. Da ist der Mann. Hugo Lloris startet hier unser Team. Ab auf den ersten Abo-Account. So, wir sind auf dem ersten Abo-Account bei David. Wir gehen rein in die Geschichte. Der gute alte BVB-Champion ist das. Das ist ein absoluter Ehrenmann. Der zieht eigentlich fast immer bei mir. Und deshalb will ich dem Mann jetzt hier was zurückgeben. Komm schon, EA, bitte gönn Schottland ZDM McChin. Das ist doch super BVB-Champion, oder? Sei mal ehrlich, ist stark, oder? Ja, gut, lass mal's gut sein, ne? Alles klar, wir kaufen uns McChin fürs Team. 41.000 Münzen, also wirklich gelackt hat der Mann wirklich nicht. Aber fürs Team ist er ganz gut. Drittes Pack bei Mr. Skills, auch der gehört auch zur Ehrenmann-Community. Ohne Spaß, der ist auch immer am Start. Freut mich wirklich immer unfassbar. Wir nehmen das Ganze live auf Twitch auf und das wird Adeyemi. Ja, ist wieder eine andere Karte von dem her. Ich will hier wirklich so wenig Duplikate wie möglich ziehen, damit wir vielleicht sogar ein 11x-Tots-Team hier reinstellen können aus 18 Packs. Adeyemi habe ich auch im Verein, von dem her so unzufrieden bin ich damit nicht, aber an seiner Stelle wäre ich es auf jeden Fall. Adeyemi packen wir ins Team. Der wird wahrscheinlich am Ende des Tages überhaupt nicht auf Chemie kommen, außer wir ziehen den guten Gnabry. Da bin ich sogar guter Dinge, dass das noch passiert. Also bis jetzt, ja, das wird schon, ne? So, wir gehen rein ins vierte Pack. Okay, let's go bei Sky. Hehehe, komm schon, Digga. Zeig mir was Gutes. Frankreich, ZM. Kekere, der ist mir gerade gar nicht in den Sinn gekommen. Ich musste erst an Hugo Lloris denken, dann an Todibo. Wusste gar nicht, dass der Mann auch noch am Start ist. Es sind dann auch mehr Franzosen, aber ja, fürs Team ist ganz nice. Aber bis jetzt haben wir auch keinen 10 von 10 Spieler leider gezogen. Bin ich mal gespannt, wie das Packrate so im Laufe des Videos ist. Da ist er, Kekere, super ausgesprochen wahrscheinlich. Wie Julian sagen würde, Kekeret, alles gut. Sieht an sich ganz nice aus, leider nur 3 Sterne Skills, aber ist eine geile Karte. Aber der kostet auch nicht besonders viel. Ich habe echt den besten bis jetzt gezogen, das kann doch nicht wahr sein. Wir gehen rein ins fünfte Pack bei Matze. Jetzt will ich den ersten Kracher sehen. Heißt, ein Suarez, ein Zaha, ein Fred, ein keine Ahnung was. Was ziehen wir? Belgien, Carrasco. Vom Rating her nach meinem Hugo Lloris bisher der beste. Kostet, glaube ich, um die 70.000 bis 80.000 Münzen. Also nach meinem Hugo Lloris ist es der beste. Und bis jetzt haben wir auch noch kein Duplikat. Wir dürfen nur 18 Packs ziehen. Von dem her läuft gar nicht mal so schlecht. Da ist er doch. Carrasco kostet 69.000 Münzen. Also ja, der ganz große Wurf ist bis jetzt nicht am Start. Chemietechnisch sieht das jetzt auch nicht super aus, aber immerhin noch kein Duplikat. Okay, wir gehen rein ins sechste Pack von Nico. Frankreich, Innenverteidiger, Bing Bong. Wichtig, den zu ziehen, denn den habe ich. Und der passt zu Hugo Lloris und zu Kakere. Und ganz ehrlich, das ist eine starke Karte. Der kostet mittlerweile auch nur noch 87.000 Münzen. Also nicht mehr ganz so viel, aber ist besser als einen McChin zu ziehen, würde ich jetzt mal behaupten. Todibo packt mir für einen weirden Flex natürlich in Rot hier ins Team. Ist wirklich ein Wunder, dass wir noch kein Duplikat gezogen haben. So, siebtes Pack bei DK und dieses Mal Frankreich, ZM. Ich wollte schon sagen, irgendwann müssen doch die Duplikate kommen. Der nächste Kakere. Alles klar. Wir gehen rein ins achte Pack bei Max und er zieht Frankreich. Innenverteidiger. Jetzt geht's los mit den Duplikaten.
Okay, so, das müsste das neunte Pack sein bei Holzi Frankreich ZM. Garantiertes Kakeré-Pack. Der dritte mittlerweile, okay. So, wir gehen rein ins zehnte Pack. Erei lässt jetzt hier seine Mutter ziehen. Also kann das Pack nur geil, es kann geil werden. Und zwar Frankreich ZM. Wollt ihr mich eigentlich komplett? So, das müsste unser elftes Pack sein. Bitte nicht Frankreich. Spanien hat mir noch nicht. Gerard Moreno spricht man bestimmt so französisch aus. Ich bin einfach komplett im Film wegen Kakeré. Aber das ist endlich mal wieder eine neue Karte. Wichtig und richtig. Unser Traum vom 11x-Tots-Team steht noch. Let's go. Moreno wird gekauft. 33.000 Münzen. Villarreal richtig stark gegen Liverpool gespielt. Das hätte echt eine Sensation geben können. Ja, Team macht sich so langsam. Das müsste Pack 12 von Momo sein. Deutschland, rechtes Mittelfeld. Okay, let's go. Der ist auch ganz wichtig für die Chemie. Der gute Serge Gnabry. Ist eine geile Karte. Der kostet auch wirklich nicht so viel. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, warum der so günstig ist. 65.000 Münzen? Ich check's nicht. Ganz ehrlich, ich check's nicht, warum der so günstig ist. Meiner Meinung nach, eine geile Karte kommt ins Team. Let's go, da ist er doch. 70.000 Münzen, also der ist gerade irgendwie ein bisschen am Steigen. Okay, gib mir ein EA oder whatever. Hier, rein da, 71.000 Münzen für Serge Gnabry. Wir haben nicht mehr so viele Packs, aber haben auch nur noch drei Positionen, die wir füllen müssen. So, wir gehen rein. Sebastian hat noch ein Pack für uns am Start. Frankreich. Okay, Todibo. Super. Ausnahmsweise mal nicht Kakeré. So, wir gehen rein in die letzten Packs. Wir ziehen bei Suchuk und raus kommt England. Cody, das wird ihn überhaupt nicht freuen, aber mich freut's, weil das ist der nächste, den wir noch nicht haben. Jetzt brauchen wir nur noch zwei, die wir nicht haben, haben aber auch nur noch vier Packs. Abfahrt, nächstes Pack. Was sehen wir? Linksverteidiger. Ja, let's go. Wir brauchen jetzt nur noch einen. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wollt ihr nächstes Mal nur 11 Packs sehen? Also wirklich genau 11. Und wenn wir dann Duplikate ziehen, müssen wir irgendwie die Karten durch Bronzekarten ersetzen. Aber findet ihr es cool, wenn ich 18 Packs öffne, weil man dann einfach noch ein paar Spieler mehr sieht? Ich bin irgendwie hin und her gerissen. Bin ich ehrlich, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. So, wir müssen noch zwei Karten in unser Team holen. Einmal Cody, bester Mann. Und den Linksverteidiger Mitchell natürlich auch noch. Und dann fehlen uns jetzt noch drei Packs. Mal schauen, ob wir jetzt noch Livramento ziehen. So, wir ziehen hier ein Pack bei einem Drake-Fan. Und ich habe OVO an, das kann doch nur gut sein, wollte ich gerade sagen. Wir ziehen das nächste Duplikat, Carrasco. Schade, schade. So, vorletztes Pack, Livramento wird's hier schon mal nicht. Stürmer, Adeyemi, das war's komplett. Das ist nämlich der günstigste von allen. So, wir gehen rein in unser letztes Pack von Yoshi. Zieht er Livramento? Das ist jetzt hier die Frage. Frankreich, ah, komm, ich hätte nochmal gern ein Kakeré gesehen. Aber gut, jetzt haben wir viermal Kakeré und viermal Todibo gesehen. Yoshi ist der Beste, denn er hat das Neo-Wappen und Trikot. Und jetzt zeige ich euch unser Team. So, hier ist unser Team. Aus 18 Packs haben wir das hier bekommen. Es fehlt uns allerdings ein elfter Spieler, weil wir extrem viele Duplikate gezogen haben. Deswegen wird das Glücksrad jetzt entscheiden, ob wir entweder Pavard bekommen, der super reinpasst. Wir müssen das Eredivis-Tots-Pack ziehen und dann kommt der rein. Wir nehmen Willi, Sommer oder wir öffnen ein 84-Plus-Pack und müssen dann davon irgendwas reinstellen. Und dann würde ich sagen, drehe ich jetzt hier das Glücksrad und dann bin ich mal sehr, sehr gespannt, was bei rumkommt. Und ja, es kommt das Langweiligste bei rum, der gute Pavard. Aber ganz ehrlich, nehme ich mit Kusshand. In der 4-2-4 kommt unser Team sogar auf 94 Chemie und dann würde ich sagen, testen wir das Ding in einem Division Rival Games, weil alles andere habe ich mal wieder weggezockt und dann würde ich sagen, gehen wir da rein. So, dann testen wir das Team. Sehr, sehr nice Team auf jeden Fall. Sieht stark aus. Der kommt. Adeyemi ist der Beste. Let's go, 1-0. Gegner meldet schon wieder die Pause an. Was ist das denn? Und der quittet. Okay, wir testen das Team in einem weiteren Spiel. So, wir gehen rein ins nächste Spiel. Sehr geiles Team. Gnabry auf Adeyemi. Ah, machen sie gut, die Jungs. 1-0, vamos. Boah, Adeyemi macht das super. Der lässt sich ohne Spaß echt Geld zocken. Und den werden wir wieder anders ehrenlos sweaten und dann wieder rüber. Und Gnabry macht den nicht, sondern sweatet den nochmal rein. Schönes Tor. Gnabry macht das klasse. Wieder sweaten das Ding. McChin 3-0. Let's go. Moreno macht er gut. Macht er super. Und er guckt nicht mal hin. Ganz abgehoben. 4-0. Gegner hat 90 Minuten gebucht. Da haben wir alle richtig Bock drauf.
Jungs, ich würde sagen, ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, weil ich glaube, keiner will jetzt hier sehen, wie der Typ hier von mir 10 Buletten noch reinbekommt. Von dem her, ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns morgen zum nächsten Video wieder. Macht's dann gut, haut rein und ciao.